alle Sammlerkollegen und alle Masters-Fans da draußen ganz herzlich grüßen. Ihr seid es, die die Szene am Laufen halten und die Masters am Leben. Und das seit über 40 Jahren. Ein kräftiges Dankeschön an alle da draußen und alle Sammlerkollegen und Fans. Möge die Macht mit euch sein und bei der Macht von Grayskull. Ich bin relativ früh zu den Masters of the Universe gekommen. Ich schätze mal circa um 1982, 83. Da habe ich schon die ersten Figuren in den Geschäften gesehen und habe mich gefragt, was sind denn das für komische Kreaturen? Und dadurch, dass ich ein großer Science-Fiction-Fan war, blieb ich doch bei den Star Wars und kam dann so mit dem Auslaufen der Star Wars-Welle um 1985 direkt zu den Masters of the Universe. Und die Hörspielkassetten von Europa taten ihr Übriges, um meine Begeisterung bis heute in Flammen zu halten. Meine allerersten Masters-Figuren. Tja, ich würde mal sagen, die waren etwas ungewöhnlich. Zu Beginn gab es immer die Masters-Magazine, da gab es auch nur ein Vorgängermagazin, das allererste. Da bin ich immer hergegangen und habe zusammen mit Freunden die Figuren ausgeschnitten. Ja, also da gab es dann auch solche, gerade wenn sie so einzeln gestanden sind, die habe ich dann immer ausgeschnitten, haben wir anfangs damit gespielt. Aber die ersten Figuren, wo ich hatte, waren zu viel, ich weiß, Trap Joe und der gute alte Battle Cat. Und dann wollte ich immer mehr. Bis zum heutigen Tag. Also meine Lieblingsfigur bei den Masters of the Universe, das ändert sich permanent. Ähnlich wie bei den Star Wars. Also diese Woche ist es Jitsu. Ich finde diese Figur einfach genial. Das Gegenstück von Fisto mit seiner goldenen Karatehand. Ich weiß noch damals in der Werbung, da konnte er Holz durchschlagen und Fisto konnte Steine durchschlagen. Und deswegen nahm ich damals Fisto, weil ich dachte, er sei stärker. Meine Lieblingsfigurenserie der Masters of the Universe. Ganz klar. Die Klassiker aus den 80er Jahren. Erinnern sie uns doch immer so sehr an unsere Kindheit. Aber dicht gefolgt von den Origins. Weil aufgrund ihrer Verpackung wecken sie wirklich Kindheitsglücksgefühle. Und das ist dann definitiv Platz 2. Ich wünsche den Masters of the Universe alles Gute zum 40. Geburtstag. Ja, Leute, solange die Menschen Fantasie haben und träumen können, wird es die Masters of the Universe geben und irgendwo da draußen in den Unendlichkeiten des Universums könnte es tatsächlich den Planeten Eternia geben. Das wäre doch mal toll. Also ich würde sofort hinfliegen.